und herzlich willkommen zum Dividendenkalender. Heute mal in freier Natur wieder unterwegs. Es geht heute um das Thema Crowdinvesting. Ich weiß nicht, viele werden den Begriff schon kennen. Dazu muss man erstmal erklären, was ist überhaupt Crowdinvesting? Welche Eigenschaften hat es? Viele verwechseln Crowdinvesting mit den anderen bekannten Crowdfunding. Ist ähnliche Prinzipsweise, allerdings gibt es da große Unterschiede. Ich will jetzt erstmal erklären, was sind jetzt wirklich die Unterschiede zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Zunächst einmal bei beiden Sachen ist es so, dass über Massenmedium, sprich meistens übers Internet, es gewisse Plattformen gibt, wo jeweils wie beim Crowdfunding und Crowdinvesting Geld eingesammelt wird für Projekte. Beziehungsweise beim Crowdfunding ist es nur wirklich Projekte wie zum Beispiel neues großes Festival oder irgendwie dergleichen. Beim Crowdinvesting geht es wiederum wirklich darum, Geld zu verdienen. Also sprich, da wird Geld eingesammelt von Investoren für wirklich Geschäfte. Im Prinzip, wenn man jetzt ein neues Startup machen möchte, kann man über Crowdinvesting Geld einsammeln von mehreren Investoren. Das sind sogenannte Mikrokredite, Mikroinvestoren. Da wird immer von sehr vielen Investoren dann Geld eingesammelt. Das ist erstmal die hauptsächlichen Unterschiede in der Form. Beziehungsweise beim Crowdfunding, wie gesagt, da gibt es nachher kein Geld zurück, da investiert man zwar Geld, allerdings bekommt man meist als kleinen Benefit ein sogenanntes Sachgeschenk, wie zum Beispiel, wenn es jetzt für eine Musikgruppe ist, für eine neue, bekommt man beispielsweise eine CD, die man sich aussuchen kann, oder beispielsweise einen Schlüsselanhänger oder Fanshirt dergleichen. Das bekommt man dann als kleines Dankeschön, dass man die dann unterstützt. Das ist das Crowdfunding. Das wollte ich jetzt nur zu Anfang erwähnen, dass es da Unterschiede gibt. Und wir steigen jetzt mal direkt beim Crowdinvesting ein. Also Crowdinvesting, das ist die sogenannte Schwarmfinanzierung, wo sich wirklich mehrere Investoren, mehrere Anleger um ein Projekt dann bewerben, bis es so genannte Mindestschwelle erreicht hat, Mindestfinanzierung. Das läuft über einen gewissen Zeitraum, dann muss die Mindestschwelle erreicht werden für diese Finanzierung. Sollte sie nicht erreicht werden, ist es so, dass die Investoren ihr Geld vollständig zurückerhalten. Wenn es jetzt unterhalb der Schwelle liegt, wie gesagt, dann kommt keine Finanzierung zustande, das Geschäft kommt nicht zustande und ja, dann ist im Prinzip Ende mit der Finanzierung. Ja, womit kann man jetzt Crowdinvesting am ehesten vergleichen? Im Prinzip kann man es am ehesten vergleichen mit einer Aktie, wobei es da natürlich auch wieder Riesenunterschiede gibt. Zum einen ist diese Informationspflichten bei einer Aktie wesentlich größer, sprich man hält als Anleger, als Investor wesentlich mehr Informationen über ein Unternehmen, über eine Aktie. Da sind die gesetzlichen Regelungen sehr, sehr streng. In der Beziehung bei dem Crowdinvesting ist es so, ist im Prinzip auch wie eine Aktie, wie ein IPO eine Aktie, also sprich als wenn ein Unternehmen als erstes mal an eine Börse kommt. Nur hier haben wir beim Crowdinvesting keine Börse, sondern eine Plattform, die das Ganze dann möglich macht, dass diese Investitionen zustande kommen. So, wie gesagt, das läuft über so eine sogenannte Plattform, das Ganze. Und das Risiko ist natürlich ähnlich oder ist natürlich wesentlich höher, weil diese Informationspflichten sind geringer. Es wird einem nur eine Broschüre verlangt, wo man wirklich sehen kann. Im Idealfall sieht man dann, wie der Finanzierungsbedarf innerhalb der nächsten paar Wochen, paar Jahre und so weiter, so einen genannten Tilgungsplan wird man sehen, wie bei einem klassischen Darlehen. Das wird man beim Crowdinvesting sehen. Und natürlich kurzes Unternehmensporträt mit Videos, kleine
Broschüren, wie gesagt, wo die Firma sich vorstellt mit deren Produkte, eventuell auch schon, was sie dann wirklich schon Patente hat, was schon an Umsätze da sind, werden auch schon kurz vorgestellt. Und das ist es dann auch, was an Informationen da ist. Es wird nicht wesentlich mehr, nicht weniger da sein. Ja, welche Finanzierungsformen gibt es denn beim Crowdinvesting? Also einmal ist es die stille Beteiligung, sprich man hat wirklich beim Crowdinvesting kein Mitspracherecht, wichtig, anders als bei der Aktie, wo man jährlich zur Hauptversammlung sein Stimmrecht ausüben kann und auch mitbestimmen kann, gibt es beim Crowdinvesting keine Mitspracherecht, also es ist wirklich eine stille Beteiligung. Aber es funktioniert ähnlich, das Ganze wie so ein Darlehen, das nennt sich patriarchalisches Darlehen oder Genussrechte, über Genussrechte läuft das Ganze. Diese Formen sind natürlich wesentlich riskanter, das Ganze, als es ja zum Beispiel bei anderen Anlageformen ist. Allerdings sollte man hier beachten, natürlich kann es hier, auch wenn das Ganze funktioniert mit dem Unternehmen, natürlich höheres Risiko, auch höherer Ertrag kommen. Sprich, es ist durchaus möglich, dass man dann 1000% und mehr macht innerhalb kürzester Zeit. Das ist durchaus denkbar und möglich. Bei vielen ist es so, dass man während der Laufzeit dann einen gewissen Zins erhält und danach dann, wenn zum Ablauf der Zeit kommt, wie beim klassischen Darlehen, der Auszahlungsbetrag kommt. Wenn es jetzt zwischenzeitlich vorab abgelöst wird, zum Beispiel ein Exit kommt von irgendeiner anderen Firma, dann erhält man noch eine Prämie obendrauf, die natürlich dementsprechend auch sehr hoch ausfallen kann. Das sind so die größten Risiken und Chancen, die es in diesem Bereich gibt. Und ja, das Ganze, wie gesagt, kommt auch, ist eine sehr junge Form von Finanzierung. Das Ganze gibt es seit 2009 erst. Das Ganze läuft natürlich auch über sogenannte Kapitalgesellschaften, damit es einfacher ist, weil man bekommt im Prinzip auch wie bei, ähnlich wie bei einer Aktie, eine Teilhaberschaft. Also sprich, es wird entweder eine GmbH oder eine sogenannte UG gegründet. UG ist im Prinzip die kleine Form der GmbH, dass man nachher umwandelt das Ganze in eine GmbH, wenn man die 25.000 Euro Schwelle noch nicht erreicht hat, dann gründet man erst eine UG, wenn man noch relativ klein ist. Aber im Prinzip fängt man meistens mit einer GmbH schon an. Und damit man dann das einfacher Teil war, dann in Geschäftsanteile aufteilen kann. Beim Crowdinvesting ist natürlich das Risiko eines Totalverlustes auch gegeben. Muss man hierzu auch erwähnen, dass wenn es der Fall sein sollte, dass das Geschäft schief geht, dann ein Totalverlust drohen kann. So, das war es jetzt auch zum Thema Crowdinvesting. Ich hoffe, euch hat das Thema interessiert, gefallen, wie auch immer. Und vielleicht hat der ein oder andere schon Erfahrung damit gesammelt. Wie gesagt, ich denke, es ist eine interessante Anlageform, die man sich durchaus mal anschauen sollte. Und natürlich sollte man sich über die Chancen und Risiken im Klaren sein. Und ich werde in den Kommentaren noch die ein paar von den Crowdinvesting-Plattformen vorstellen, wo man sich dann mal selbst ein Bild schaffen kann. Und ja, vielleicht stelle ich bald selber das ein oder andere Crowdinvesting einfach investieren, mal gucken. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis bald. Ciao, ciao.